Na, so. Ich habe Galen Bay im Slumviertel von Atkatla getroffen. Er scheint etwas über Imons Gefangennahme zu wissen. Er hat mich zu seinem Haus auf der Ostseite des Slums gebracht und mich gebeten, doch einzutreten. Dort, so meint er, könnten wir unsere Geschäfte ungestört besprechen. Galen Bay kann mich mit einer Gruppe in Verbindung bringen, die mir dabei helfen wird, Imon zu finden. Dafür verlangt er allerdings eine Bezahlung von 20.000 Goldmünzen. Ein hoher Preis, aber er hat mich darauf hingewiesen, dass er sich schließlich mit den verhüllten Magiern anlegen muss, um mir zu helfen. Etwas, das wohl niemand leichtfertig tun würde. Sobald ich 20.000 Goldmünzen beschafft habe, soll ich mich wieder mit ihm treffen. Ja, wir werden länger als mehr als so die 20.000 Goldmünzen besorgen. Erstmal gucken wir nach oben zu seinem Kumpel. Ich warte. Von dem er gesagt hat, dass er hier ist. Ah, ich erkenne einen anspruchsvollen Kunden sofort. Ich verstehe, dass ich euch Zugang zu meinen Gütern gewähren muss. Meine Quellen variieren und ich werde sie nicht preisgeben. Aber wenn ihr zu kaufen gewählt seid, werden wir sicher zu einer Übereinstimmung gelangen. Was habt ihr denn? Eine ausgezeichnete Wahl. Ihr werdet feststellen können, dass ich viele Dinge verkaufe, die man anderswo in Alcatla nicht verstehen kann. Und wenn man es kann, dann findet man sie nicht zu einem günstigeren Preis. Er hat Pfeile, wow. Kugeln, ein Schutzamulett, Stab des Frostes, ein paar Tränke und so weiter. Kettenhemd und Schienenpanzer. Stabschleuder. Ein paar nette Sachen sind schon dabei. Kurzschwert zum Beispiel, Krummsäbel plus 1. Flegel, Streitkolben, Morgenstern. Kurzbogen plus 1, wäre was für ihn. Können wir aber später eine Schleuder plus 1. Die ist gekauft. Für 112. Edelsteinbeutel haben wir. Identifizierungsbrille, ja. Identifizierungsbrille. Mit Hilfe dieser Brille kann der Träger die wahre Natur aller magischen Gegenstände erkennen. Die korrekten Befehlsworte scheinen dabei direkt in der Luft vor dem Gegenstand zu schweben. Die Identifikationsbrille kann dreimal täglich eingesetzt werden. Sie funktioniert ähnlich wie eine Schriftrolle mit dem Zauber identifizieren. Man führt einfach auch einen Rechtsklick auf den Gegenstand aus, da bla bla. Ja, wie eine Schriftrolle halt. Ist nicht schlecht, aber ist auch nicht wirklich gut. Die Robe wäre auch nicht schlecht, aber... Die hat sie schon an, sehe ich gerade. Ja, du kriegst das bei... Wieso hast du schon eine Schleuder plus 1? Wann haben wir dir die gekauft? Ja, gut. Hier. Ich denke, ich kann aber so, Yoshimo. Schau dich nach Fallen um. Fallen haben nämlich eine schöne einen schönen Nebeneffekt in Baldur's Gate 2 im Gegensatz zum ersten. Sie bringen Erfahrungspunkte. So. Das hier ist offen. Also sacken wir einfach mal alles ein, was wir dort finden können. Und geben Minsk das Zeug, was wir nachher verkaufen wollen. So. Du passt wahrscheinlich nicht. Doch, du passt in den Schriftrollenbehälter. Sehr gut. Ja. Ja. Gut, die Sachen knacken wir mal nicht, weil wir wollen ihn nicht verärgern. Und wir wollen seinen Freund unten nicht verärgern, vor allem. Was braucht leichtfüßig und so? Wir können auch hier mal kurz nach Fallen gucken. Sind wie gesagt ein paar tausend Erfahrungspunkte. Aber hier scheint es keine zu geben. Ja. Und wir haben eine Perlenhalskette, oder? Ne, eine Silberkette. Fragt nur. Ketten haben wir alle abgelegt vor den Hälsen, ja. Ringe auch. Nö, da ist noch ein Goldring. Du trägst keinen, du trägst keinen, du trägst keinen. Falscher Charakter, so. Natürlich. Dann können wir hier erstmal raus. Und sollen erstmal in die Kupferkrone. Oh, Abenteurer.
Ja, genau, das ist Bruce. Von dem hat Gehen uns gesagt, dass er uns zur Kupferkrone bringt. Hallo, nach euch habe ich gesucht. Nach euch habe ich gesucht, nicht wahr? Onkel Gehen hat mir aufgetragen, euch ein wenig dabei zu helfen, Arbeit zu finden. Hört zu. Ihr seid irgendein Kleriker, nicht wahr? Nur mal hört, dass es. Nur mal hört so, dass es im Tempelbezirk Ärger mit irgendeinem Kult gibt. Vielleicht ist da ja. Ist das ja etwas, das euch interessiert? Wenn ihr wollt, bringe ich euch dahin, wo die Slums beginnen. Gut, ich weiß nicht genau. Ich denke mal, das ist von der Klasse abhängig, welche Quest er uns vorschlägt. Weil es gibt auch in der Kupferkrone halt genügend Quests. Ja. Also, bring mich zu dem Ende der Slums. Ich will sehen, was im Tempelbezirk vor sich geht. Okay, sorgt dafür, dass ihr in der Nähe bleibt. Ich habe keine Zeit, auf euch zu warten. Das sind wir. Ich bin sicher, dass ihr von hier aus den Rest des Weges selbst findet, oder? Na, macht schon. Wenn es das ist, was ihr wollt. So. Wir wollen aber erstmal in die Kupferkrone, weil die hat Galen uns erstmal vorgeschlagen. Aber ja, in den Tempelbezirk wollte ich nachher eh gehen. Es sieht ganz so aus, als ob ich hier auf der Stelle euer Lebenslicht ausblase. Ihr mich geben alle Geld und alles, was ihr habt, und ihr missterben. Tut mir leid, ich fürchte, ich habe kein Geld bei mir. Wer es glaubt, nette Geschichte. Wenn das so ist, dann ich schneide eben eure Stiefel ab von eurer Leiche. Für die Gefallenen! Oh, fein! Die Diener schon erledigt. Ihr braucht Yoshimos. Ich mach aber gerne. So, dass wir alle hinkriegen. Das war jetzt eher niedlich. Ja, schon unterwegs. Aber ja, das ist halt Adkatla. Hier wird man auf offener Straße überfallen. Vor allem, wir sind hier in den Slums. Ja, euer Wunsch ist mein Begehr. So, da ist ein Bettler. Da wollen wir eh nicht hin. Ich bin bereit. Oh ja, Hira hat eh gerade etwas ausgewählt, was sie nicht auswählen sollte. Bei Yahira verstaue ich nämlich eher die gute Munition, wenn ich sie mal brauche. Keine große Herausforderung. Sklavenwächter. Hi, du. Sagt, was ihr von mir wollt. Steckt eure Nase nicht in Sachen, die sie nicht hingehört, Aufseher. Das könnte ungesund sein. Ja, das hier muss die Kupferkrone sein. Wir haben hier noch andere Orte, wie zum Beispiel den Tempel des Imata. Und die komische Sphäre, von der wir gehört haben. Ja, und zweite Anlage der Sklavenhändler. Also das haben wir alles von Gan Bale jetzt erfahren. Der hat uns ein paar interessante Orte hier eben aufgezeichnet. Hier zum Beispiel die oberhalb der Kupferkrone diesen Pseudoplatz da, diesen Markt. Ich bin so müde. Und ja. Rettet mich, helft mir bitte. Ich warte. Heda! Haut ab, das geht euch nichts an. Rettet mich, helft mir bitte. Du hast es nicht anders gewollt. Tretet beiseite, Schwachkopf, oder ihr werdet es bedauern. Okay, wie unfreundlich. Und die scheinen Sklavenhändler zu sein. Ja, was möchtet ihr? In dieser Kupferkrone scheinen also komische Sachen vor sich zu gehen. Oh. Und wir scheinen schon einen Streit zu geraten. Hoch, schaut euch doch nur an, wie süß sie ausstaffiert ist. So richtig wie ein Abenteurer. Ihr wollt wohl auf die ganz harte Tour rüberkommen, was? Wird eure Zunge abschauen oder ihr verliert sie schneller, als ihr gucken könnt? Nein. Ich bin nicht hier, um euch zu beeindrucken, mein Herr. Beleidigt euch jemand anderen. Verschwindet, ich habe kein Interesse daran, dass ihr hier zu einem Aufruhr kommt. Nein, das tue ich nicht. Lasst mich doch bitte einfach im Frieden. Ja, beleidigt jemand anderen. Heißt das so? Ah, ich hatte recht. Ihr seid nichts als ein erbärmlicher Feigling. Gibt es doch zu.
Bietet eure Zunge arrogant an, ihr werdet gar nichts zugeben und ich weigere mich gegen euch zu kämpfen. Ich will keine Schwierigkeiten verursachen. Ich scheue wohl besser, dass ich weiterkomme. Lasst mich in Frieden. Ich scheue, dass ich Also ich werde nicht gegen euch kämpfen. Armes Baby. Mädchen, ihr seid ein armes kleines Baby. Und jetzt rennt ihr sicher gleich zu eurer Mutter petzen, hm? Ihr seid so furchterregend, haha. Ja. Ich verspüre keinen Wunsch, hier an einem Aufruhrschutz zu sein. Lasst mich in Frieden. Oh, aber sicher doch. Ihr seid so ein Wohltäter, hm? Abenteurerlein, die durch die Wälder tänzelt. Ja. Ja, das stimmt. Ich bin ein Abenteurer und Reisender. Nun verschwindet, ich muss mich um wichtigere Dinge kümmern. Ja. Ja, ich gehe. Wenn euch das Gefühl des Triumphes verschafft, genießt es doch einfach. Tut es, tut es. Ha, was für ein dreckiger Feigling ist in unseren Reihen. Haha. Nun gut, Feigling, verzieht euch. Kommt zurück, wenn ihr bereit seid, euch einen echten Mann zu stellen. Haha. Ja, kommt zurück, wenn ihr euch traut, gegen einen echten Mann zu kämpfen, Mädchen. Ihr wisst es ja, Amalas, ihr wisst es ja. Ihr beleidigt Talisa und damit auch Minsk. Gleich wird hier ein fröhliches Hintertreten stattfinden. Minsk, nein, aus! Okay, sie sind böse. Ja? Wir dürfen ein bisschen daran denken, dass wir in Alcatla nicht... also keine... keine Magie, also keine Arkan-Magie benutzen dürfen. So. Der eine ist schon mal tot. Und seine beiden Raufbolde stecken auch... Oh. Okay. Minsk kein. Ich helfe, wo immer ich kann. Ja, Minsk schnell heilen. Au. Okay, der Kampf sieht ziemlich übel aus. Wir haben ihn aber gewonnen. Haben aber nicht viel Erfahrung dadurch gekriegt. So, nehmen wir erstmal die schwächeren Heilzauber. So. Ich warte auf euren Befehl. Okay. Jeder stürzt dich in mein Schwert. Minsk, guck mal, was die drei Trottel dabei hatten. Denn Minsk wird dir keinen solch einfachen Tod gönnen. Eine Keule, wow. Also ja, ein Edelsteinchen. Und eine Keule und der dritte hatte gar nichts dabei. Ich warte. Gut, das war ein interessantes Gekloppe. Bewaffnet, Verstand geschärft, bereit loszuschlagen. Ja. So. Gucken wir mal, wer bist du denn? Ich habe genug von euch. Ist etwas, womit ich euch helfen könnte, werte Dame? Grüße, gnädige Frau. Was bringt euch zur Kupferkrone? Nein, danke, ich werde mich dann wieder auf den Weg machen. Was bringt euch zur Kupferkrone? Ihr wisst müssen, ich vertreibe mir hier nur meine Zeit, bevor ich mich mit meinem Arbeitgeber treffe. Wenn es euch nicht stört, ich habe über vieles nachzudenken, ich würde ein wenig Einsamkeit zu willigen wissen. Ihr solltet euch an den Barkeeper wenden, falls ihr Unterhaltung sucht. Er kann euch sicherlich helfen. Mhm. Was ist mit dir? Verehrte Dame,
Was bringt euch in diesen Pfuhl der Verderbtheit? Das geht euch nichts an. Ich suche Abenteuer und Ehre. Also man sieht, er ist ein NPC, den wir aufnehmen können. Ich möchte hier lediglich ein Weilchen ruhen und mich wohlfühlen. Abenteuer und Ehre hier in den Slums. Nicht wirklich, aber ruhen möchte ich. Das werde ich durchgehen lassen. Sag mir die Wahrheit. Seid ihr eine Macht des Guten oder des Bösen? Ich bin eine Macht der Rechtschaffenheit. Es gibt weder das ausschließlich Gute noch das ausschließlich Böse. Das Universum verkörpert das Gleichgewicht aller Dinge. Ich bin kein Lagaffe ohne eigenen Willen. Ich nehme mir, was ich will und wann ich will. Eigentlich gehören wir ja zu den Guten, aber nicht unbedingt zu den Rechtschaffenen. Ich habe sie ja neutral gut gemacht. Nehmen wir mal das Mittlere. Bart, die Ausrede der Verdammten verschwindet. Ich will euch nicht mehr sehen, bevor euer Herz nicht bereit ist, die Reinheit sowie den Triumph dessen, was gut ist, zu ehren. Wow. Habt ihr eure Meinung geändert? Wollt ihr nunmehr für das Edle und Gute kämpfen? Klar, immer doch.